Es war der 15. Oktober im Jahr 2021 um 15.50 Uhr in Bremen auf der Bürgerweide. Es waren noch keine Gäste auf dem Gelände. Ich durfte durch den Lieferanteneingang rein, weil ich eine offizielle Drehgenehmigung vom Veranstalter hatte. Es ist die fünfte Jahreszeit in Bremen, denn es ist Freimarkt. Und ich begrüße euch recht herzlich zu meinem Freimarktbummel. Es erwartet euch eine Maus, die nicht will, ein tiefer Fall, schreiende Mädchen, ein Regenbogen, wilde Karussells, Zelte ohne Dach und viele bunte Lichter. Und das alles nach dem Intro. Endlich ist es wieder soweit, nach einem Jahr Zwangspause. Es ist wieder Freimarkt. Wer aus Bremen kommt, sagt Ischer Freimarkt. Es ist noch nicht ganz so normal wie vor Corona, aber es ist fast wie vor Corona. Es gibt Einlasskontrollen, man muss geimpft, genesen oder getestet sein. Es gilt also die 3G-Regel. Es gibt keine Maskenpflicht, nur eine Empfehlung und es kostet keinen Eintritt. Und es gibt auch kein Zeitfenster. Also nix wie hin, liebe Bremer und Gäste. So, wir behandeln Sie erstmal. Dann kommt ein LKW nicht, dann sehen Sie, dass Sie die Grenze müssen. Fünf. Spiegel, ruf hier raus. Hab keine Angst, ich tue dir nichts. Sei nur der Schatten deines Lichts. Sollten Sie sich durch unseren Kuhwald in das Fürstall zu legen. Das ist doch mal. So, da haben wir erstmal ein Mittel gesucht. Was ist für ein Mittel gesucht? Oh, hier ist die Kasse. Guck mal, mindestens ein Zehner. Du kannst rein, wenn du willst. Die wilde Maus XXL war leider out of order. Was genau war, kann ich nicht sagen. Ob es einen Defekt gab oder ein Problem mit der Bauabnahme, ich weiß es nicht. Herr Eberhard schien not amused. Wie schon in Hamburg 2019 konnte ich die Bahn nicht testen.
So, geht's los? So. So, wie geht's? Böse Pudel. So. Einmal. Ganz besser. Einmal abgeräumt, freie Auswahl. Der Happy Sailor, das Traditionskarussell in Bremen. Lange genug umgedattelt. Fangen wir mal ganz gefühlig an. Wollen wir mal schauen, wer so an Bord ist. Aber ich sehe schon bekannte Gesichter aus Bremen und zu. Wir wissen, wo es lang geht. Viel Spaß. Jetzt wird gesegelt. Los geht's. Oh, dann geht's auch schon los. Alles in die Netze. Dann guckt mal schön nach vorne. Da kommt sie die erste Welle. Schön festhalten. Jetzt geht's von hier. Der Segelhit aus Bremen, hier ist der Fisselmann, hier und Saale mit links herum und rechts herum, auf und wieder mal wieder. Er macht nur das Bild so schön. Straßenregelung, da hinten ist der Ausgang. Thank you.
München, Bremen. Wir möchten gleich wieder durchstarten. Unten an den Armenkassen, da gibt es jetzt auch schon wieder die Tickets. Wir haben noch aus unerklärlichen Gründen, aber wieder Plätze frei. Let's get ready to rumble, Freunde. Herzlich willkommen an Bord. Den ganz gemütlichen Entspannfang gehabt, Freunde. Und wir schauen, was die Gäste alles noch so kann. Ja, wir machen erstmal kleine Gesichtskontrolle. Ich guck mir erstmal an, wie wir alles mit dabei haben. Kein Grund zur Panik. Ich versuche mir jedes einzelne Gesicht zu merken. Ne? Sollte das im schlimmsten Fall nicht passieren, ich habe leider ein Kurzzeitgedächtnis. Deshalb will ich euch mal schnell vor der Abfahrt noch raten. Macht euch nochmal schnell ein letztes Selfie vor der Abfahrt. Ne? Kommt immer gut. Auf Instagram. Achtung, ja, halt dich schön fest. Ne? Dann wollen wir mal. Jetzt geht's los. Achtung, der Riss. Er hebt euch. Wer hoch hinaus will, kann auch tief fallen. Es geht abwärts aus 85 Metern Höhe. Rechte Hand, ganz genau richtig, den Organspendeausweis bereithalten und fallen lassen. Viva Las Vegas! Das war nicht so ganz Viva Las Vegas, ne? Das hört sich eher an, so wie Viva Bielefeld. Oder Viva Zwier zum Beispiel, ne? Oder wie Viva Dortmund. Das waren 40 Meter mit Bremse, Freunde. Das war erstmal die Hälfte. Alles gut mit dir? Du musst leider nochmal, ne? Du hast dafür leider Geld bezahlt. Ja, scheiße, ne? Dass man eingestiegen ist. Aber jetzt machst du es richtig. Einmal und dann nie wieder. So wie ich. Ich bin da einmal eingestiegen und dann nie wieder. Ach, warum, das erzähle ich euch jetzt mal nicht, ne? Achtung. Hey, Macarena. Augen zu und durch, es wird schon. Achtung, fertig. Jetzt geht's ganz oben, Freunde. Und zwar dahin, wo die Meister. Wie nur ein Baser da ist, wie du die Hälfte. Aşırı uzun düşeceğiz. Abi güzel bir şey ama vardı. Şu vardı, gel çok. Bak sen bak. So gefühlsvoll, so sensibel, so liebevoll, so ruhig. Ja, das können wir, wollen wir aber nicht.
Und bei so einer wunderschönen und wundervollen Aussicht da oben, ja, da kann man sich einfach mal so richtig schön und entspannt in den Sitz reinsetzen, deine Gedanken freien Lauf lassen oder vielleicht auch noch einmal schnell einen letzten Abschiedsbrief an seine Geliebte oder an seine Mutter schreiben. Und wer von euch auch immer mal so eine richtig schöne und so eine richtig angenehme und wirklich entspannte Karussellfahrt haben wollte, dann ganz genau richtig, denn sowas, das gibt es nicht bei uns. Ready, steady und ab geht's, die Luz. Mein Gott, kann die laut schreien. Nicht gut für die Stimmbänder. Den Hangover, wow. Und den habt ihr sogar einnehmen lassen. Siehst du, so schlimm war es gar nicht. Dankeschön. Das muss man ein bisschen selber testen. Checkt euch wieder ein, Freunde. Und dann liegt ihr gleich schon wieder los. Der Regenbogen war schön, der Regen jedoch im Anschluss nicht. Eines meiner absoluten Lieblingsfahrgeschäfte ist der Commander von Hahnstein mit Christian Fuchs am Mikro. Einsteigen würde ich hier allerdings wohl nicht mehr.
Was macht man also, wenn es regnet? Man filmt einfach am Autoscooter. Heidi the Coaster, Premiere in Bremen. Noch rasanter als eine Crazy Maus. Der Voodoo-Jumper hier ist Party pur und man wird kräftig durchgeschüttelt. Seid ihr bereit? Lauter, seid ihr bereit? Oh, alles klar, schreit für mich. Wir packen es an, Freunde. Jetzt nehmen wir Schwung in die Kiste. Auf die Marsch! Alle, die schneller wollen, einmal die Arme nach oben, die Arme nach oben. Alle Arme nach oben, Freunde.
bitte leise. Heute noch einmal. Alle, die noch einmal wollen, einmal ganz laut schreien. Ja, komm, Freunde, eine geht noch. Eine braucht man noch. Die letzte. Weil die muss alle Schluss. Allerletzte. Finale. Aus. Ihr habt's geschafft, ihr habt's gepackt, wir landen, Freunde. Neue Runde, neue Reise. Neue Tour, Freunde. Neue Runde, neue Reise. Das Riesenrad von Patrick Greyer schon oft gefilmt und immer wieder gern gesehen. Nach 40 Jahren nicht mehr ganz das höchste Rad. Der Breakdancer von Dreher und Vespermann gehört für mich zu den besten Breakdancern in Deutschland. Nicht zuletzt deswegen, weil hier sensationell gut rekommandiert wird, was zur hervorragenden Stimmung am Karussell beiträgt.
Geil.
Thank you.
Shake was up hier! Der Bremer Freimarkt gehört zu den größten Jahrmärkten in Norddeutschland und hat aufgrund seines fast konkurrenzlosen Termins im Oktober immer eine sehr gute Beschickung. In diesem Jahr durch die Pandemie und etwas Durcheinander im Tourplan der Schausteller etwas schwächer als sonst. We'll be right back.
viel Maschine hier. Dann würde ich mal sagen, Freunde, dann wollen wir nicht langstacken. Den Kopf in der Kopf. Der Freimarkt geht noch bis zum 31. Oktober und wir sehen uns dann wieder vom Hamburger Winterdom. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Like da und abonniert den Kanal. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Andreas. So, weiter geht's. Immer noch mal schön an jetzt hier. Hallo, ich bin unsere Forscher. So, wir kommen. Zeit, dass wir wieder alle gemeinsam drücken.